Seit Jahren kämpfen die Wiesenwirte der großen Festzelte gegen den überteuerten Verkauf von Platzreservierungen durch Zwischenhändler. Jetzt hat das Landgericht München I gegen eine Agentur ein Urteil gefällt, den Verkauf von Tischen auf dem Oktoberfest zu weit überhöhten Preisen zu unterlassen. Ein wichtiger Erfolg für den Kläger, die Ochsenbraterei. Streitgegenständlich war heute eine Unterlassungsklage. Die Beklagte hatte Wiesentickets bzw. Tickets für Tischreservierungen für das Oktoberfest zu Preisen angeboten, die sehr viel höher lagen als das, was die Ochsenbraterei an Preisen dafür nimmt. Und dagegen hat sich die Ochsenbraterei erfolgreich gewehrt. In der Ochsenbraterei werden die Reservierungen personalisiert und extra darauf hingewiesen, dass diese nicht übertragbar sind. In dem konkreten Fall wurden im Internet Reservierungen aus dem Jahr 2020 zwischen 1.990 und 3.299 Euro gehandelt. Auch für 2022 gab es bereits Angebote. Also wir haben auf Unterlassung geklagt, rückwirkend ja auch irgendwie für 2020 auch hin, aus einem ganz einfachen Grund. Es gab sehr, sehr viel Unruhe unter den Gästen, die ein Zelt, in unserem Zelt einfach einen Tisch reserviert haben. Teilweise gab es Doppelbuchungen und unsere Gäste hatten wirklich sehr, sehr viel Probleme damit, genauso auch wie unser Team. Und dadurch haben wir uns dann entschieden, dagegen wollen wir jetzt vorgehen. Die Eventagentur mit Sitz in München und Chemnitz betreibt ein Internetportal, auf dem Tischreservierungen auf dem Oktoberfest gehandelt werden. Da die Agentur den Kunden keinen rechtswirksamen Anspruch auf eine Reservierung zusichern kann, befand das Gericht das Angebot als irreführend und unlauteren Wettbewerb. Das Landgericht München I hat heute entschieden, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Klägerin rechtmäßig sind, weil sie letzten Endes dem Verbraucherschutz dienen. Denn es geht hier darum, dass möglichst jeder, auch derjenige, der nur einen kleinen Geldbeutel hat, sich weiterhin einen Oktoberfestbesuch inklusive Tischreservierung auch leisten können soll. Die verurteilte Eventagentur muss jetzt ihre Bezugsquellen nennen, den Umfang der Verkäufe offenlegen und Schadensersatz leisten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, doch die Wiesenwirte haben jetzt eine juristische Handhabe.